Ich glaube, es sind 2,5 Punkte. Also ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man im Jahrzehnt zuvor, Stichwort Zyklus, im Jahrzehnt zuvor, und zwar von allen Regierungen, ob rot, schwarz oder gelb oder wie immer sie gewesen sind, also jetzt europaweit, bei allen enormen Veränderungen, die ja wirklich stattgefunden haben und die ja auch gerade Menschen aus der Mitte, die erwerbstätig waren und Kinder erziehen mussten, eine Menge auch an neuen Lernprozessen, Rollenwechseln abverlangt haben, dass man immer dann gesagt hat, das müsst ihr machen, weil es alternativlos ist. Oder auch die berühmten Eingriffe, die Schmerzreform oder wie immer man sie bezeichnet hat, immer alternativlos. Und in den 90er Jahren hat man das auch im Wesentlichen akzeptiert. Also die Kerngruppen der Gesellschaft haben es mehrheitlich akzeptiert, sind dem gefolgt. Wurden in einer gewissen Weise aber auch immer kraftloser, weil das wirklich eine Menge Kraft auch gekostet hatte. Und ab 2008 war plötzlich erkennbar, also dass es nicht in das Reich des alternativlosen Wohlstandes und Wachstums und sonst was geführt hat, sondern in eine Krise um viele der Dinge, von denen man sagt, die seien alternativlos, wie die Entregelung auch von Finanzmärkten, waren dann erstens, wie man jetzt mitbekommt, offenkundig nicht nur nicht alternativlos, sondern es wäre wünschenswert gewesen, es anders gemacht zu haben und über diese Alternativen redet man jetzt und hechelt ihnen hinterher, dass man das, was man in der anderen Zeit, die man fatalistisch gewissermaßen dann hingenommen hat, versäumt hat. Und insofern ist das so ein Zyklus. Vorher so, dass man so sagt, man muss jetzt einfach nur, man muss jeden Tag fit sein. Im Selbstmanagement oder wie diese ganzen Vokabeln hießen, um das, was verlangt wird, an völlig unabdingbaren Erfordernissen, also auch mitmachen zu können und auch nachvollziehen zu können. Und aus diesem Fatalismus ist man raus und auch wütend darüber, dass man, wenn man so will, gelackmeiert wurde, dass man drauf reingefallen ist. Also, dass man sich jetzt erstmal gar nichts sagen lässt. Das ist eine typische, gerade wenn, insofern ist der Begriff der Wut übrigens gar nicht so schlecht. Ja, man kann natürlich manchmal so sagen, Wut, das ist so eine Sache von Kindern oder so, sowas ein bisschen was, bestenfalls was Pubertäres, dass man einfach so reagiert. Genauso reagiert man auch jetzt. Ja? Man hat noch gar keinen Plan für das, was dann eigentlich kommen soll. Die berühmten Alternativen, die hat man nicht. Nur das eine, von dem man immer sagte, alternativ los, dass man da reingelegt worden ist oder sich selbst hat auch reinlegen lassen. Das ist klar. Insofern ist man erstmal so ein bisschen wütend und macht dann allen möglichen Rabatz und das braucht immer auch einen, das wäre dann die halbe Erklärung, die dazwischen liegt zu der nächsten, die ich dann auch noch sagen würde. Das braucht immer so ein bisschen Zeit. So eine Krise schlägt nicht sofort um in Handeln, sondern man muss das mitkriegen und man muss, und man merkt, man kriegt das nicht zusammen mehr mit dem, was man so 10 Jahre selber an Deutungsmuster aufgebaut hat. Ne, Deutungsmuster eben, dass all dieses alternativlos wirklich alternativlos ist, da kommt eine Krise und dann akzeptiert man das nicht gleich, dass man geirrt hat oder dass man sich hat reinlegen lassen. Das dauert so ein bisschen und deswegen ist das so irgendwie auch vor allem im Jahr 2011 entstanden und nicht gleich vielleicht 2008. Und dann geht es aber heftig. Und der dritte Punkt ist so ganz komisch und das ist dann ein ganz anderer Zyklus, aber auch ein Zyklus. Denn was wir sehen, ist in vielen Protesten, jedenfalls gerade in Deutschland, sind es ältere Menschen, also die über 55. Und wenn man so sagt, Protest oder auch Demokratie, Teilhabe braucht Zeit. Zeit haben die. Das hatten die dann 25 Jahre nicht mehr. Wie sollten sie das machen? Der Beruf und all diese Beschleunigungsimperative, die man also dann auch übernommen hat und die man angewandt hat im Alltag, da war nichts mehr an Zeit. Das war dann die Rush-Hour des Lebens und dann konnte man das nicht. Und jetzt hat man die Zeit, die man eben in den 70er Jahren als irgendwo zwischen 15 und 25 auch hatte. Also als Schüler und Student hat man auch noch die Zeit, kann auch rumexperimentieren und da hat man eben auch eine ganze
Reihe von solchen Aktionen gemacht, aber das ist ja eine interessante Sache, wenn man sich jetzt zum Beispiel Demonstrationen anschaut vor Brockdorf oder Grunde oder sowas 1977, 78, fast alles junge Leute. Und schaut man sich eine Demonstration an wie in Stuttgart, man muss es jetzt nicht irgendwie klischeehaft überspitzen, aber es sind sehr viele alte Leute. Und ich würde wetten, da sind eine ganze Reihe von bei, die eben auch schon in den 70ern, da waren sie nur jung. Ne? Und dann haben sie studiert und dann wurden sie Architekt oder Ingenieur oder Studienrat und dann wurden sie bürgerlich. Und deswegen denkt man sich am Anfang erst, ist irgendwie so, ist eine andere Truppe, aber es sind einfach Menschen, die als Studenten noch unbürgerlich aussahen, weil das zum Geist der Zeit gehört und jetzt ist es ein bisschen anders. Aber das hat damit, das hängt damit zusammen. Also das ist, es ist in der Tat ein interessanter Zyklus, dass Gesellschaften, die ganz jung sind, das kannten wir schon, das war in früheren Jahrhunderten auch schon, die also einen enormen Berg an jungen Leuten in dieser Phase, zwischen 15 und 25 bis 30, da gibt es immer eine große Proteststimmung, auch Wut. Das ist eigentlich der Fundus für Revolten und Revolutionen, manchmal auch für kriegerische Banden, wie wir wissen. Nicht nur in Afrika, was man jetzt immer sagt, sondern in der Zwischenkriegszeit auch für Europa. Und was wir nicht kannten, ist eben ein großer Berg, ein signifikanter, nicht Berg, also eine signifikante, riesige Gruppe an jungen Alten. Hatten wir ja noch nicht in der Geschichte. Und bei denen ist es wieder ähnlich. Sind sie erstmal nicht mehr junge Alte, sondern richtig alte mit und dann ist das wieder, dann ist nichts mehr mit Protest und so weiter. Aber jetzt, die nächsten 15 Jahre, haben wir damit zu tun. Und interessant ist europaweit, man kann immer so sagen, es gibt natürlich einige Metropolen, da sind es ganz junge. Hier bei uns ja auch durch Occupy und so weiter. Und dann gibt es eben diese Proteste der Älteren. Im Moment hat man so den Eindruck, irgendwie tun die sich nichts Böses. Und möglicherweise kommen sie auch zusammen. Muss aber nicht sein. Und darüber handelt das Heft.